Dann kam das so, dass wir, als die Zeit, dass die Flüchtlinge nach Mainz kamen, wir erfahren haben, dass hier in der Nähe ein Flüchtlingsheim eröffnet wird mit 250 Menschen. Und die Bevölkerung und vor allem die Kirchen haben sich dann zusammengetan und haben eine Initiative gegründet. Hat mir sehr gut gefallen, dass es ein Treffen gab, wo man zum Kaffeetrinken eingeladen wurde, also zweimal im Monat Kaffeekontakt, Kaffeetrinken, Begegnung, und das wird sehr gut angenommen von den Flüchtlingen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das könnte man auch abends machen unter der Woche. Und so haben wir die Idee gehabt, dass in unseren Räumen abends ein Treffen stattfindet, das sogenannte Get-Together und der Mittwochstreff auch genannt. Und das ist eine Sache, die sehr gut angenommen wird, weil das, was sie brauchen, ist Kontakte, Kontakte, Kontakte mit Deutschen, mit uns, mit Einheimischen, und das wollen wir ihnen gerne geben. Kommen ungefähr manchmal 30, 40, 50, wir hatten auch schon 70, aber mehr können wir gar nicht eigentlich hier sozusagen in den Räumen unterbringen, weil der Raum auch nicht so groß ist. Wenn wir dann hier am Abend zusammen sind, dann gibt es etwas zum Knabbern, gibt es Obst und gibt es viele Getränke, auch ein bisschen was zum Essen, manchmal Kuchen. Und die Geflüchteten bringen dann auch etwas, nicht immer, aber hin und wieder bringen sie was mit. Jetzt haben wir zum Beispiel ein Treffen gehabt, wo wir gemeinsam gegessen haben. Da haben sie alle ihre Köstlichkeiten mitgebracht. Da haben wir gemeinsam Syrisch, Eritreisch und was auch immer gemeinsam gegessen. Das ist also ihr Beitrag. Und dann vor allem hinterher. Hinterher muss ja der Raum wieder in Ordnung gebracht werden. Und da helfen sie unheimlich toll mit. Es ist im Nu, ist alles fertig, wird geputzt und gewienert. Also das ist, da braucht man gar nichts zu sagen. Das machen die von sich aus sehr, sehr gern und fragen auch immer, wie können wir helfen. Also wir haben sehr schöne Erfahrungen mit den Flüchtlingen gemacht, weil sie meistens sehr offen sind und sich freuen, wenn man sie anschaut. Allein schon der Blickkontakt, dann auch dieses Umarmen, dieses sich freuen, wenn man sich wieder sieht, indem man sich umarmt oder einfach zuhört, miteinander spricht. Natürlich ist die Sprache eine große Barriere, aber das geschieht halt mit Händen und Füßen und vor allem mit dem Herzen. Und versucht herauszufinden, wie ihre Flucht war, wo sie herkommen, was sie zu Hause hinterlassen haben. Oft gibt es noch Familienangehörige, die sie zurückgelassen haben. Das macht dann natürlich auch sehr traurig. Es gibt also Momente des Glücks, aber auch Momente, die wir in Trauer miteinander teilen. Und ja, wir versuchen ihnen ein bisschen Wärme zu geben, Geborgenheit zu geben. Und ich denke, das ist einerseits wenig, aber auch andererseits sehr viel. Integration an sich, finde ich, beginnt auch mit uns, weil wir sind diejenigen, die ihnen die Chance geben müssen, dass sie sich schneller integrieren. Wenn wir uns verschließen und egal, wie man denken kann, will darüber und ihnen keine Chance gibt, dann wo sollen sie an Integration lernen? Als natürlich dann in der Sprache, aber sie müssen Kontakte haben mit Menschen. Und das ist es, was ich meine. Integration beginnt zunächst bei uns Einheimischen. Und dann müssen sie ihren Teil dazu beitragen.